Dann. Ja, gehen wir zurück zur Höhle der Elras. Wir brauchen ein paar Level. Das erste, was ich jetzt verzaubern werde. Oh, da ist ein Zombie. Wenn ich jetzt dann Level 30 bin, werde ich ein Schwert verzaubern. Und zwar so, dass es Haltbarkeit hat. Wenn möglich Haltbarkeit 4. Wisst ihr eigentlich, wie das ist, dass man die Werte, die angezeigt werden, wieder ändern kann? Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich hätte nämlich gern, dass Haltbarkeit 4 da als erstes da steht. Dass ich immer wieder rausnehme und dann steht dann da halt Haltbarkeit 4, Haltbarkeit 4 oder sowas. Und Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn ich es wieder wegnehme, steht dann vielleicht, was weiß ich, Schutz 4 da oder so. Oder Beute oder sowas. Irgendwie sowas. Und dann will ich es immer wieder raus, rein, raus, reinnehmen. Bis Haltbarkeit 4 da steht. So. Das kann noch da. Okay. Ein Stackbruchstein nehme ich mit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich fast gar keine Lust jetzt gerade. Ach, ich brauche natürlich auch noch die ganzen Eimer. Das war's, was ich vergessen hatte. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Ich wollte die Eimer, die ich daheim habe, ich habe ja mindestens zwei Eimer daheim, wollte ich mitnehmen. Wisst ihr was, wir gehen nochmal schnell zurück. Bei 10 Eimer, das wären 30 Eisen. So viel Eisen hätte ich sogar dabei, aber möchte ich jetzt nicht unbedingt dafür verschwenden, denn ich werde jetzt wieder viel Eisen für eine Spitzhacke benötigen. Allgemein werde ich jetzt wieder viel Eisen benötigen, außer für die Schaufel. Die hat zum Glück noch Haltbarkeit 1. Kann ich das doch mitnehmen? Das lasse ich hier. Das ist wirklich... Oh. Aber ich werde mich auf den... Oh, Tintenfische. Die nehmen wir gleich mal mit. Ich werde mich auf den Tag freuen, an dem wir wieder vollkommen verzauberte Ausrüstung besitzen. Und zumindest den Helm und die Schaufel haben wir ja noch. Und wir sind wieder Level 2. Da sind auch noch ein paar Tintenfische. Die anderen hole ich mir jetzt nicht, sondern nur die beiden hier, die gerade so schön an Land sind. Da hinten wäre noch ein Schwein. Das ist auch gerade so schön. Oder schwimmt gerade so schön an Land. Wieso musste ich nur so dumm sterben? Und das zweimal. Ich habe nachgesehen, der Creeper war sogar tatsächlich zu sehen. Für ungefähr den Bruchteil einer Sekunde war er zu sehen. Ich hätte ihn sehen können. Aber nicht nur das. Er hat auch noch so lange gebraucht, bis er mich entdeckt hat. Ich habe mich tatsächlich kurz für 4-5 Sekunden innegehalten und überlegt, wo ich jetzt... Oder ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber es hat so ausgesehen, als hätte ich überlegt, wo ich den jetzt hinsetzen muss, den einen Lava-Eimer. Obwohl ich die ganze Zeit darauf gezeigt habe, wo ich ihn hinsetzen muss. Und ich bin ja tatsächlich... Habe ich den Creeper bemerkt, als ich in mein... Und? 4 Eimer haben wir. Okay. Bin ja gestorben, als ich hier noch einen Eimer drin hatte. Wie war das? Ich glaube, ich hatte das so, oder? Ich wollte mir das so angewöhnen, glaube ich.
Also, ich hatte hier die 9 und hier den 1 und habe ich hier den 9 genommen und war so. Und dann habe ich den Creeper bemerkt. 1, 2, 3, 4. Ja, das wären ungefähr die 4 Sekunden Starren gewesen. Ich hätte den Creeper bemerken können und er hätte mich nicht getötet. Ich mach gleich noch die Eisenbahnen, die Eimer. So. Das wollte ich jetzt nicht. Egal. Wir brauchen eh nur 6 Stück. Dann haben wir noch 17. Toll. Ich hoffe, wir finden noch ein bisschen Eisen. Perfekt. So, das habe ich jetzt deshalb gemacht, weil ich da unten ja noch das Wasser nachfüllen muss. Oder warum habe ich nicht einfach so gemacht wie gerade eben? Dann hätte ich mich umgedreht und der Creeper wäre direkt vor mir gestanden und hätte bereits zu zischen angefangen, aber ich hätte ihn noch schlagen können und ich hatte ja mein großes Schwert. Dann wäre ich vielleicht auch nicht gestorben, aber eigentlich muss ich es ja kompliziert machen. Oh Mann! Was war das? Ich hatte die Hand gerade gar nicht an der Maus. Komisch. Level 2, ach man. Es dauert doch wieder 2 Aufnahmen, bis wir Level 30 sind. Aber dann wird erst wird das Schwert verzaubert und dann die Spitzhacke. Ja, die Rüstung hält ja einigermaßen, wenn wir uns geschickt anstellen, werden wir nicht oft genug geschlagen. Aber das Schwert brauchen wir zum Töten, das heißt, das müssten wir verzaubern mit Haltbarkeit. Und die Spitzhacke, die wir brauchen für die Höhle der Eras so oder so. Das heißt, auch verzaubern. Und danach kommt die Rüstung, damit wir noch länger überleben. Dann kommt die Axt, die Schaufel ist ja schon verzaubert. Ich muss jetzt wieder aufpassen. Ich brauche wieder 3 Schläge, um meinen Creeper zu töten. Jetzt war ich so schön daran gewöhnt, dass ich ein kleines Zeitfenster habe, in dem ich den Creeper töten kann. Ja, und das war auch wieder so lange. Von meinem Gras weg! Seht ihr, wie beschädigt das Schwert schon ist? Wir sind jetzt Level 4. Kriegen wir vielleicht, was weiß ich, 15 Level und dann ist das Schwert wieder kaputt. Ganz ehrlich, mir wäre es lieber gewesen, wenn schon ein paar Sachen, die wir da so hatten. Ich glaube, es waren sogar Mob-Loot, Monster-Loot. Wäre es mir lieber gewesen, wenn Spitzhacke und Schwert überlebt hätten. Und Eisenbachen. Und nur. Es wäre mir auch egal gewesen, wenn das andere alles kaputt gegangen wäre. Diese 3 Sachen, wenn überlebt hätten, wäre mir das scheißegal gewesen. Ich hätte sogar vielleicht einfach weitergespielt. Aber ich habe ja kein Glück gehabt. Das hat sich jetzt angehört, der Creeper war da und ich habe ihn geschlagen. Es hat sich angehört, als würde er immer noch dastehen. Ich glaube, das ist ein Bug. Dass das Geräusch, wenn es startet, nicht mehr an Position bleibt, wo der Creeper stand, als es gestartet hat. Und
Creeper und einfach dort bleibt, auch wenn der Creeper dann woanders ist, weil er weggeschlagen wurde oder so. Hm. Level 5 sind wir. Wir müssen jetzt wieder jeden Erfahrungspunkt sammeln, den wir kriegen können. Jede Erfahrungskugel. Da hinten wäre doch ein Skelett, das holen wir uns. Ich krieg dich. Irgendwo ist ein Enderman. Ich glaube, der ist da oben. Oder hinter der Wand oder so, keine Ahnung. Oh, leck. Gehen wir weiter runter. Ein Monster noch und wir sind Level 6. Ich höre hier überall fließende Lava. Da ist ein Creeper. Aber da möchte ich jetzt nicht runter, weil das ist noch ein zweiter Creeper. Aber die werden mich dann von oben, werden die runterspringen und mich angreifen. So, die nehmen wir mit. Boah, die Truhe ist leer. Wir können die Truhe mitnehmen. Nein, das ist jetzt nicht wahr, oder? Ach, komm. Das war, glaube ich, sogar eine große Pflanze. Bin mir fast sicher, dass es eine große war. Ich mache einfach eine große nochmal hin. Unsere Rüstung sind noch alle okay. Da ist ein Nirman. Problem ist, da ist auch ein Creeper. Und es könnte hier dann ein zweiter auch noch auftauchen. Nee, das ist nicht wahr. Der steht im Gras. Na toll. Steht der einfach im Gras? Geh mal woanders hin, Enderman. Steht er beim Bild. Da bleibst du jetzt stehen. Gemacht. Wir haben nur einen Schlag abbekommen. Das war eigentlich recht gut. So, jetzt kann es sein, dass gleich ein Creeper auftaucht, aber nein. Okay. Hier sind die ganzen Fledermäuse. So, das hier kommt weg. Das kommt dann so hin. Und dann kommt die Erde dahin. Und das will ich da haben. Der Creeper. Okay. Du kommst dahin. Dann kann Redstone dahin. Das kommt auch daher. Das kommt daher. Level 8. Sind wir so fast sogar schon Level 9. Das kann da bleiben. Das kommt vielleicht noch sogar so hin. Das bleibt da. Und das kann da bleiben. Okay. So, jetzt haben wir schön aufgeräumt. Dann kommt der das hier jetzt alles dahin. Die Truhen haben wir da. Zwei Tränke bleiben da. Trank der Feueressenz nehme ich mit. Sogar eher als lieber als den Trank der Heilung. Also da lassen, da wir ja jetzt wieder bei der Lava weitermachen werden.
So, ich hoffe, der, falls da noch einer ist, springt da jetzt keiner runter. Okay, gut so. So, das war jetzt wo? Mit dem Gras da links, glaube ich, oder? Ist da rein? Nein. Ich dachte, da wäre ein Enderman gewesen. Ja, da war's. So. Ach, ich habe ja wieder. Ich muss mir auf diese zwei. Ich habe jetzt. War es jetzt so drauf, dass wir so overpowered sind, dass ich nicht mehr dauernd aufs Essen, auf die Nahrung, den Hunger achten muss. Da muss ich wieder mehr drauf achten. So, das ist glaube ich sogar der für 8 Minuten, oder? Geil. So. Dürften sowieso eigentlich gar keine Monster spawnen. Da waren wir, glaube ich, oder? Da waren wir. Okay. Reicht fürs Erste. Naja, Vorteil ist, an der Sache, dass, man muss ja immer positiv sehen. Vorteil ist, wir kriegen wieder normalen Redstone. Also nicht mehr die Redstone-Blöcke, sondern wieder Redstone an sich. Und wir kriegen auch wieder Diamanten an sich und Kohle. Ja, okay, Kohle wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Aber Redstone kriegen wir jetzt wieder normal. Wir haben ja so nur die Blöcke bekommen. Ach man. Aber ich hatte doch eigentlich geplant, die Blöcke dann nicht auf diese Weise wieder Sachen zu kriegen, sondern eigentlich wollte ich eine Glücksspitzhacke machen. Mann, oh. Oh, leck. Geil, ich glaube, ich bin über das Loch drüber gebackt.